Gehabt euch wohl, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Build Stormwind. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ihr seht, ich habe hier offscreen schon ein bisschen getüftelt, wie es hier weitergeht. Ja? Hier kommt, wie gesagt, jetzt das Torhaus hin. Das Torhaus wird links und rechts quasi flankiert von zwei Türmen, zwei größeren Türmen, also breiteren Türmen, als sie da hinten sind. Den Platz für die Statue musste ich um, ich glaube zwei Blöcke, jawohl, um zwei Blöcke nach vorn versetzen, denn hier kommt die Wand hin. Ich habe mir das jetzt nochmal alles angeschaut und ja, jetzt brauchen wir erstmal hier ein bisschen Stein. Bruchstein, ich habe wahrscheinlich das, ja, ich habe das ganze Inventar natürlich wieder mal voll, oh mein Gott. So, übrigens, morgen im Stream werden wir hier diesen Berg hier weiter abtragen. Denn wir werden jetzt relativ schnell oder relativ bald da langkommen. Und ich sollte mir ein paar Kisten vielleicht mit hierher nehmen. Und ja, damit wir hier weiterbauen können, dann ohne irgendwie Stress zu bekommen, ist es nötig, dass wir morgen am Donnerstag? Ja, morgen ist Donnerstag, richtig. Hier weiter vorankommen. So, wir nehmen uns mal zwei Truhen mit und dann brauchen wir mal einfach irgendwie so ein bisschen Cobblestone, um das Ganze einfach weg. Also quasi diesen Blindstein, nenne ich es jetzt mal. Da, wo quasi kein, wo wir eben, na, Stein hier sparen können, geben wir lieber den Cobblestone hin. Das können wir noch da lassen, das können wir noch da lassen, genau. Holz behalten wir uns. Ich will jetzt hier nicht die Quarzsachen, die was wir vermehrt brauchen werden, hier lassen, sondern lieber hier ein paar Sachen wegsortieren. So, das sollte eigentlich erstmal für unsere Zwecke reichen. So. Setzen wir hier mal eben vielleicht noch irgendwo eine Doppeltruhe hin. Hier so schön. Daneben. Fast. Können wir noch ein bisschen Quarz ablegen. Den brauchen wir gerade noch nicht zwingend. Wir brauchen jetzt erstmal hier ein bisschen Bruchstein. Bruchstein, ihr seht ja auch, ich habe das hier quasi um zwei Blöcke nach innen versetzt, also hier um zwei nach innen. Das hat ganz einfach den Grund, dass hier diese Türme eine relativ große, wie sagt man? Na, helft mir. Eine Umrandung haben, so wie wir es ein Sims, ja, so wie wir es hier haben, nur einfach größer. So, jetzt kommt natürlich wieder Nacht, das ist wieder toll. Die Nacht ist so toll, die Nacht ist so toll. Eben mal ein bisschen was futtern. So. Gut, gut, gut. Da waren wir. Das nehmen wir aber hier. Ich mach das bewusst jetzt lieber per Hand. Um hier einfach auch mich nicht zu sehr zu verbauen. Ich habe da extrem lange rumtüfteln müssen. Hatte das ursprünglich auch aufgenommen, aber kam einfach nicht zu einem Ergebnis, sodass ich die Folge mehr oder weniger verworfen habe. Und bis dass ich hier jetzt wirklich größentechnisch ja, mich herangetastet habe, da vergingen jetzt echt Tage. Wo ich immer wieder zwischen dem Spiel und dem Spiel hin und her switchen musste, schauen musste. Ich war dann auch so weit, dass ich das Ganze mal ausgedruckt habe, um es übereinander zu legen, zu versuchen. Das ist total gescheitert, ne? Aber das ist halt das Schwierige an diesem WoW-Comic-Stil. Dann dieser ganz speziellen Grafikstil, den World of Warcraft hier verwendet. Sehr charmant. Ich mag ihn sehr, viele mögen ihn nicht. Mir gefällt er wirklich, wirklich gut.
So, das hier wird jetzt im Endeffekt unser Turm. Ja? Die hier sind jetzt nur eine gedachte Linie. Also eigentlich alles, was hier aus Erde gebaut wurde, ist eine gedachte Linie. So, das ist dann das eigentliche Torhaus von Sturmwind. Entschuldigung. So. Und die ziehen wir jetzt mal hier zwei Blöcke hoch. Ja. So. Ich baue auch bewusst jetzt zuerst den Turm und nicht das Torhaus, weil der Eingang von unserem Stadttor hier quasi sehr, sehr an diesem Turm hängt. Ne? So. Da machen wir jetzt außen eine Runde rundherum. Und jetzt seht ihr auch, warum ich das hier quasi... Und das geht bis hier hin, ne? Das machen wir nur vorne. Ja. Ich mache es sicher mal bis hier. Und hier machen wir es auch sicher bis hier rüber. So. Jetzt holen wir uns eben mal nicht Plattenquarz, normale Quarztreppen. Quarzblöcke und Quarzstufen. Haben wir hier noch irgendwo Stufen? Quarzstufe, Quarztreppe. Sehr gut. So. Das ist wahrscheinlich jetzt eh zu wenig. Und da müssen wir uns jetzt kurz ein bisschen rantasten. Denn hier unten hätte ich eigentlich gern Quarz. Hätte ich eigentlich gern Quarzziegel. Fängt ja schon gut an, Marito. Haben wir irgendwo hier Quarzziegel 4 Stück? Hier Quarzziegel 7 Stück, also nicht viel. Zack. Ich mache jetzt hier einfach mal, wer man eh braucht. So ist dann nicht, ne? Oh. So. Der unterste Block wird jetzt mal hier ein Quarzziegel werden. Hier bin ich jetzt wieder eher sparsamer. Okay. Ich mache den vielleicht jetzt hier noch rein. So. Hier kommt jetzt eine Treppe drauf, also eine Stufe drauf. Eigentlich brauche ich die... Ja, doch, die brauche ich schon. Da kann man nicht einfach drauf hüpfen von unten. So, und hier dann eigentlich eine Treppe, um den Sims quasi zu vervollsimsigen. So. Das soll quasi hier so der Sockel unseres Turmes werden, ja? Hier geht der Turm dann weiter in eine Mauer. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurück. Aber wie schaut das aus? Das schaut grundsätzlich richtig aus. So, hier haben wir immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Okay. Das, ja. Das heißt, hier geht das Torhaus, hier fängt das Torhaus quasi direkt hier an. Machen hier 1, 2, 3. Hier auch 3. Wobei hier bräuchten wir eigentlich nicht 3. Hier würde 2 reichen. Dann hätten wir einen Durchgang von 1, 2, 3, 4, 5, 8. Verdammte 6. Ich will nicht so einen breiten Durchgang, so einen geraden Durchgang haben. Ich möchte hier dann eher in die Ungerade reinkommen, ähnlich mit den Blöcken.
So. Und hier ist es nun so, dass wir... Au, Peter! Verdammte Axt. So, komm. Hier ist es so, dass wir... Ja, hier die Quarzblöcke nehmen. Wie weit gehen wir hoch? Bis ungefähr hier. Dasselbe machen wir hier. Wir haben jetzt 3, ne? 1, 2. Da haben wir dann 1, 2, 3, 4 noch drauf. 1, 2. 3, 4. Ja. Wir müssen hier jetzt quasi einen Entschuldigung. Einen Bogen zusammenbekommen. Das heißt, ich würde jetzt den noch so draufsetzen, den dann hier. Weil wir ja weiter zusammenkommen müssen, ne? Den hier, den hier. Den hier, den hier. Den hier. Haben wir jetzt noch einen draufgesetzt, ne? Ja. Da haben wir den dran gesetzt, den drauf. Den dran, den drauf, den zu. Okay. Das ist zwar nicht so rund, wie schaut nicht so rund aus, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe, aber immerhin. Hier unten machen wir, da ist eh der Ziegelstein noch. Machen wir auch mit dem Ziegelstein wieder so eine Umrandung. Ja. Wo wir jetzt quasi Treppen dagegen setzen. Also jetzt keine Treppe. Okay. Okay. Irgendwie bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Entschuldigt. Habe mich gerade irgendwie, glaube ich, ein bisschen verschluckt beim Trinken. Wie würde... Ich meine, was wir schon tun können, ja, ist, dass wir hier... Na, Frosch im Hals, sorry. Irgendwas kratzt gerade total bei mir im Hals. Hier können wir im Endeffekt schon mal die sichtbaren Steine, nehme ich da wieder nur. Ihr wisst, Quatschbahn ist unsere oberste Devise. So. So. Ja. Das heißt, hier würde dann quasi die nächste Schicht draufkommen und so weiter und so fort. Zack. Ja. Wir brauchen jetzt gleich das Holen. Haben wir Platz im Inventar? Nö. Natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Bunny hopsen wir schnell mal rüber zu unserem anderen Bett. Und dann organisieren wir uns jetzt eben noch Steinziegel, denn die werden wir jetzt hier brauchen. Hier kommen jetzt dann tatsächlich wieder mal Steinziegel zum Einsatz, weil Drips das Tor halt so ausschaut. Mutig reichen 6 Decks.
Jo. Langsam wird es hier ein bisschen gefährlich. Ein bisschen gefährlich. So. Und hier würden dann nämlich auch die Steinziegel hier reinkommen. Ich erde mich mal darüber. Und zwar nur bei den Seitenteilen. Und das schließen wir hier. Das passt. Dann. Warte mal. Ach doch, dann müssen wir jetzt noch bis da hoch, oder wie? Bis ungefähr. Ja, bis ungefähr hier. Das heißt, hier spannen wir schon wieder eine Treppe ein, die uns gleich runterfliegt. So. Und da drüben ist egal, da ist dann E-Turm. Ich hätte gern das Tor irgendwie noch höher. Das ist mir jetzt nicht hoch genug. Das heißt, da gehen wir da noch höher und da noch höher um zwei Blöcke. Ich glaube, zwei Blöcke müsste stimmig sein. So, der raus quasi. Oh, ist der falsche Quarz. Dann haben wir hier quasi die die Treppe, die erste. Machen wir hier auch. So. Haben wir jetzt die zwei noch ausgetauscht? Ja. Okay. Dann würde ich hier einen Quarzblock kommen. Eine Treppe. Das heißt, dann würde hier ein Quarzblock kommen und dann eine Treppe. Und dann würde ich fast das Ganze nicht ganz so zuspitzen und hier gleich so machen. Und vielleicht hier das mit den Stufen ein bisschen abflachen, dass man einfach sagen, so, dann ist es ein bisschen runder. Oder? Ja, doch, ist schon ein bisschen runder. Dann geht das auch weiter hinauf, ne? Mhm. Hier den ganzen Dreck wegmachen. Können wir sich das anschauen. Doch, wenn man sich den Turm jetzt hier vielleicht noch vorstellen kann, dann schaut das schon mächtiger aus. Dann schaut das schon besser aus. Das heißt, aber da hinten gehört jetzt eigentlich auch noch, das können wir dann wieder hier wegnehmen. Ja, hier gehört auch noch Steinziegel hin. Und zwar bis, ja, bis hier.
man hier vielleicht sogar diesen austauschen? Gegen eine Treppe schaut, glaube ich, besser aus. Hm. Ach so, geht das nicht. Weil der hier auch ist, ne? Dann machen wir es einfach so. Setzen die... Warte mal. Arsch mich nicht, Spiel. So. So meinte ich das. Da setzen wir einfach... Hm. Geht das gar nicht? Das, ups. Ihr wisst, was ich gerade vorhabe, oder? Ich möchte hier so eine schöne Ecke haben. Ah doch, jetzt geht's. Jetzt geht's super. Okay. Das passt schon mal. Das würde eigentlich so wirklich schon verdammt gut passen. Auf dieser Höhe müssen wir dann auch die Wand da hinten raufziehen. Ah, sieh, schau mal, da haben wir eh noch Quarzziegel. Die nehmen wir uns gleich mit. Auf dieselbe Höhe muss jetzt hier die Wand. Okay. Bis zu hier. Okay. Ist gar nicht so einfach mit den Türmen und alles und mit der Mauer. Da tue ich mir extrem hart, Leute. Ups. Mit der Fackel natürlich auch, ne? Die harte Fackel. Davon kommt auch das Sprichwort, hart wie eine Fackel sein. Mm. So. Und? Einen noch. Ich glaube, da kacke ich jetzt aber mal auf unser Sparmodus, Sparflammenmodus und sag so wirklich so. Sind wir da einen zu hoch? Ich meine, hier kommt ja dann das Portal oder Portal, in dem Sinn jetzt nicht kein Portal, wo man durchgehen könnte oder sonstiges, sondern einfach, na, wie sagt man denn? Ein Weg. Es wird begehbar. Da kommt der Boden drauf, so. Dass mir das Wort einfällt. Dasselbe machen wir hier. So. Okay. Wie sieht das jetzt von vorne aus? Wenn man sich hier jetzt die Statue so vorstellt, ich meine, was mich ein bisschen ärgert, ist, dass das jetzt hier so weit nach vorne gerutscht ist. Es wäre wohl stimmiger gewesen, die Türme um zwei Blöcke nach hinten zu versetzen. Haha. Nee, das tue ich euch natürlich nicht an. Ja? So. Haben wir da schon mal einiges geschaffen. Hier, das können wir eigentlich dann, ja, vielleicht können wir es auch bleiben lassen. Ich weiß jetzt nicht. So, gehen wir mal drüben hin und tauschen die Ofenkartoffel gegen unseren Hunger aus. Nee, so. 1, 2, 3, 4, 5. Tauschen das noch. 2, 3, 4, 5. So. Ich mach's wieder so, geht's einfacher für mich. Ja. Hier kommt dann nur eine begehbare Mauer. Vielleicht zur Information, da drüben ist dann auch der Flugpunkt, also quasi der Greifenmeister von Sturmwind beheimatet. In der Mauer hat er seinen Anflugspunkt. Werden wir dann alles zu gegebener Zeit auch einrichten dort. So. Okay. Thank you.
Gut. Passt. Okay. Noch schnell den Dreck einsammeln und dann ist schon wieder Nacht. Warte mal. Ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba, euer Marito.